Heute zum letzten Mal. So, wieso? Na, so eben, wie sie mich kennen. Aber danach höre ich für immer die. Ja, ich glaube dir kein Wort. Ich lass dich aber nicht gern gehen. Ich glaube, du hast keine andere Wahl. Ja? Komm aber nicht so spät, ja? Es geht ja gut los mit uns. Der liebe Junge, so haben sie ihn genannt. Sogar hier vor Gericht. Nicht etwa Gauner, Halunke oder Verbrecher. Nein, der liebe Junge. Dabei hat der Angeklagte den Geschädigten doch so viel Schaden zugefügt. Wenn man den Ausführungen des Staatsanwaltes folgt. Ihre Gutgläubigkeit hat er ausgenutzt. Ihr Geld veruntreut. Sie betrogen. Aber sie selbst fühlen sich gar nicht betrogen. Sie hätten Manuel Reinhardt niemals angezeigt. Dafür sind die Senioren viel zu verliebt. Die sogenannten Geschädigten sind nicht Opfer eines Betrügers. Sie sind Opfer von Einflüsterungen geldgieriger Erben und eines selbstgerechten Staatsanwalts. Bitte! Auch schon da. Tut mir leid. Hat sie verloren? Ihr erster eigenständig geführter Strafprozess. Mensch, du hättest mir doch dein Auto leihen können. Ach. Hat sie verloren? Sie wäre bestimmt besser drauf gewesen im Plädoyer, wenn sie gewusst hätte, dass all ihre Freunde sie unterstützen. Aber es hat ja trotzdem geklappt. Sie war echt super. Hi. Hey, herzlichen Glückwunsch. Danke. Was hast du denn da? Schau mal. Leichter Kopf, eiserner Schlaf. Ich wundere mich, dass du dich so freust, wenn ein Staatsanwalt einen Prozess verliert. Selber schuld, wenn er Anklage erhebt bei so einer dürftigen Beweislage. Du hast doch selbst gesagt, dass Alex Mandant eigentlich in den Knast gehört. Ich? Ja. Hast du geträumt? Hm. Außerdem, ich gehe jetzt nach Hause. Im Gegensatz zu dir kann ich morgen nicht ausschlafen. Anna, willst du mich echt mit denen allein lassen? Du schaffst das schon. Tschüss. Tschüss. Und als sie das dem Zeugen der Anklage rausgekitzelt hat, ja, der Staatsanwalt, so ungesüßt. Hab ich ja echt was verpasst. Das kannst du wohl laut sagen. Die Geburt einer neuen Star-Anwältin hast du verpasst. Komm, Ecki. Gute Anwälte braucht man immer. Mhm. Klar, am besten gut verdienende zum Anpumpen. Sag mal, wie lange wollt ihr denn noch feiern? Ich meine, ich kenne die ganzen Leute nicht. Ich hab schon genug getrunken. Keine Ahnung. Hallo. Da sind Sie ja. Hallo. Ich wollte mich einfach noch mal bei Ihnen bedanken. Sie haben das wirklich toll gemacht. Ich meine, am Anfang, da sah das ja nicht so gut aus. Ja, dass Sie unschuldig waren, hat sehr geholfen. Ich habe was mitgebracht. Sie haben mir gezeigt, dass Sie eine gute Anwältin sind. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was ich in meinem Job gelernt habe. Er ist nebenbei Barkeeper. Genau das habe ich befürchtet.
kann da gar nicht hingucken, ey. Glaubst du echt, dass sie mit dem... Was denn? Was denn? Ja, der ist doch viel zu... Was denn? Ach, Barkeeper und eine Anwältin, ey. Der ist Student. Sportstudent. Mhm. Nimmt nebenbei alte Leute aus, aber er hat viele Talente. Mhm. Vorsicht! Er ist unschuldig, außer für die scheiß Musik, die er hier mitgebracht hat. Für die ist er schuldig. Da hast du recht. Ich glaube, ich gehe mal raus zum Auto. Ja, besser als die Flasche hier. Das glaube ich jetzt nicht. Sag mal, was soll denn das, du Arschloch? Elena. Du kommst jetzt mit. Die kenne ich. Das ist deine Freundin. Die war jeden Tag da beim Prozess. Warst du etwa auch jeden Tag da? Ja, klar muss er seine Freunde unterstützen. Das stimmt. Das stimmt. Also eure Freunde muss man. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal und schlafe mal 48 Stunden durch. Enttäuscht? Ich wie? Enttäuscht. Ach, Quatsch. Fang da nichts mit dem Mandanten an. Das wäre ja so wie als. Unzucht mit Abhängigen. Hm? Paragraph? Paragraph? Nacht. Ja. Warte, ich kann nicht da noch fahren, oder? Fahren? Bist du verrückt? Du kannst doch nicht mehr fahren. Mensch, meine Güte, das war nur ein Witz, Georg. Fahren? Ne, wie? Bist du bekloppt, Mensch? Ich bin froh, wenn wir vom Regal runterkommen. Wir trinken nur einen und dann... Ups. Ja. Oh, na, guck mal. Tequila. Georg, jetzt steh auf. Ich muss ins Bett. Ecki hat jemanden totgefahren. Was ist mit der Frau? Sie liegt im Koma. Schwere Schädelhirntrauma, mehrere Schädelfrakturen, Knochenbrüche, Bein, Arm, Becken, Milzriss. Oh Gott, bitte. Im Moment wird sie operiert. Es kann gut sein, dass sie aus der OP nicht mehr aufwacht. Babette Behrendt wurde gestern Nacht gegen 2.45 Uhr von einem Auto angefahren. Das Auto haben wir verlassen, am Unfallort gefunden. Und das ist dein Auto, Ecki.
Kannst du dich denn gar nicht mehr erinnern? Es wurde wahnsinnig viel getrunken gestern Nacht, nicht wahr? Und du hattest schon mal einen Filmriss. Nein. Was nein? Diesmal nicht. Ich habe keinen Filmriss. Also erinnerst du dich an den Unfall? So geht das nicht, Ecki. So geht das nicht. So macht das keinen Sinn. Du musst ich was sag sagen. Nichts. Du sagst nichts. Nein. Die Anwältin ist jetzt da, leider nicht allein. Ecki, was machst du nur für Sachen? Wilsberg, würden Sie bitte draußen warten? Jörg. Mensch, hättest du den Wagen nicht stehen lassen können, so besoffen wie du warst? Oh, aber ich rede nur mit meiner Anwältin. Wir kriegen das schon hin. Und dich will ich hier gar nicht sehen. Kann ich jetzt bitte mit meinem Mandanten sprechen? Allein. Was soll denn das? Der steht unter Schock. Er ist doch total durch den Wind. Hoffentlich bringt Alex ihn zur Vernunft. Aber er will es nicht zugeben. Filmriss? Er behauptet nein, aber er sagt ja nichts. Wer war das Unfallopfer? Anna. Babette Behrendt war auf dem Weg zu ihrem Verlobten Gordon Haller, der wohnt in der Lenaustraße. Sie war wohl ein bisschen angetrunken. Dann trägt sie doch Mitschuld. Aber komm. Dachte ja nur an Ecki. Nein, sie hat ein bisschen gefeiert, den Abschied von ihrem Junggesellinnenleben. Ah, so eine Veranstaltung, wo viele Mädchen in Männerstrip gehen, das heftig krachen lassen. Sowas in etwa. Wurde anscheinend viel gefeiert gestern in Münster. Mhm. Zeugen? Georg, es war fast 3 Uhr nachts. Der Unfall wurde eine halbe Stunde später entdeckt. Der Verlobte fragt sich, wo seine Braut bleibt, guckt aus dem Fenster und sieht sie auf der Straße liegen. Das musst du dir mal vorstellen. Die wollten am Wochenende heiraten. Schlimm. Haller, Haller? Textat, Industrieanlagenbau. Genau. Mein Gott, dieser Idiot von Ecki steigt einfach aus dem Auto und läuft davon. Der Fahrer, Anna. Was? Der Fahrer steigt aus dem Auto und läuft einfach davon. Du weißt doch überhaupt nicht, ob es Ecki war. Ich finde, es spricht alles dafür, dass es Ecki war. Schauen wir mal. Aber... Ich habe mich im Haus geirrt. Ja, dann gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte. Verdammt, sie ist doch noch nicht tot. Hallo? Ja? Tag. Tag. Ich wollte mich erkundigen. Sind Sie vom Paketdienst? Nein, ich bin... Wo ist denn das Paket? Wissen Sie, haben Sie zufällig gestern Nacht... Ist es noch unterwegs? Naja, möglicherweise. Haben Sie irgendwas von dem Unfall mitbekommen gestern Nacht? Ist was passiert? Also Sie haben wirklich nichts mitbekommen von dem Unfall, Herr... Na, Schmieder. Aha. Wie groß es wohl ist. Was? Das Paket. Dass jemand zu Hause ist. Hallo?
Zu trinken kann ich dir leider nichts anbieten, außer Wasser aus dem Hahn. Danke, Klaas. Ich trinke ja nicht. Sag mal, ziehst du hier ein oder aus? Irgendwas dazwischen. Was machst du hier? Warst du nicht beim Bund? Oberst, Generaloberst, Major? Ja, das war ich mal. Und deine Familie? Alle gesund? Gut, Georg. Allen geht's gut. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht so löchern. Ist kein Problem. Deine Klingel funktioniert nicht, übrigens. Danke für den Hinweis. Gestern Nacht gab's hier einen riesen Unfall direkt vor deiner Haustür. Ja, die Polizei, die war ja heute Morgen nicht zu übersehen. Und gestern Nacht? Gestern Nacht? Hast du nichts bemerkt? Kurz vor drei. Hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis Hilfe eintraf. Halbe Stunde. Eine lange Zeit zum Sterben. Sie ist nicht tot, sie liegt im Krankenhaus. Wer ist denn sie? Das Unfallopfer, Babette Behrendt. Wollte Samstag heiraten. Ach, und deswegen bist du hier. Stimmt, du bist ja Rechtsanwalt. Sehe ich so aus? Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du fleißig Jura studiert. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da bist du fleißig durch den Schlamm gerobbt. Zeiten ändern sich. Stimmt. Ich muss einem Freund helfen, der in den Unfall verwickelt ist. Und ich weiß echt nicht, wie ich es anstellen soll. Ich auch nicht. Du hast wirklich nichts bemerkt? Ich habe geschlafen. Ja. Irgendwann musst du mir mal erzählen, was du die letzten 25 Jahre angestellt hast. Das machen wir, Georg. Irgendwann. Dass wir wieder rauskommen. Naja, danke. Muss er denn unbedingt in U-Haft? Theoretisch kann er morgen wieder raus. Ja? Wenn jemand die vom Gericht festgesetzte Kaution hinterlegt, 5.000 Euro. Hallo. Oh, hallo, Frau Holtkamp. Ich war vorhin schon mal hier, aber Ihr Vater scheint den ganzen Tag unterwegs zu sein. Er ist nicht mein Vater. Großvater? Auch nicht. Väterlicher Freund und Liebhaber? Er ist mein Patenonkel. Und Sie, was machen Sie schon wieder hier? Ich habe meine CDs hier liegen lassen und den ganzen Cocktailkram. Ah, nein, kommen Sie mal rein. Darf ich in die Küche? Bitte. Außerdem wollte ich Sie gerne wiedersehen. Möchten Sie mich nicht mal besuchen? In der Bar, meine ich. Ich gebe Ihnen einen Drink auf. Ach, an Ihre Drinks möchte ich im Moment gar nicht denken. Das war ganz schön heftig gestern, was? Ja. Ich kann Sie auch zum Essen einladen. Das wird Ihre eifersüchtige Freundin aber gar nicht gerne sehen. Wir haben uns gestern getrennt. Ach. Ja. Sie gehen mir total auf die Nerven mit Ihrer Eifersucht. Denken Sie nur an gestern. Kommt da rein und macht so eine Szene. Und sowas bringt Sie dauernd. Ja, aber gestern beim Prozess hat Ihre Freundin Sie doch noch so stark unterstützt. Reine Verlustangst. Lena ist besitzergreifend und hatte Angst, mich zu verlieren. Ganz unbegründet ist diese Angst nicht. Also, was ist nun? Gehen Sie mit mir essen? Trinken oder tanzen? Ist irgendwas? Nee, nee. Entschuldigung, wohnen Sie hier? Ich hätte da eine Frage wegen des Unfalls gestern. Was schnüffeln Sie hier schon wieder rum? Gott, reiß dich zusammen! Entschuldigen Sie, mein Name ist Leonard Haller und das ist mein Sohn Gordon. Red nicht mit dem, der ist bestimmt in der Presse. Ihren Namen habe ich nicht richtig verstanden. Wilsberg. Sie sind Journalist? Ich bin Buchhändler. Ich glaube dem kein Wort. Was machen Sie hier? Sie haben von diesem furchtbaren Unfall gehört und deshalb streichen Sie hier herum. Haben Sie in der Nacht irgendwas gesehen? Ich bin selber auf der Suche nach Zeugen. Arbeiten Sie für die Polizei? Indirekt. Der lügt. Bitte. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Wir erleben einen grauenvollen Tag. Und wir möchten nur um ein wenig Respekt und Ruhe bitten. Deswegen habe ich überall geklingelt, nur nicht bei Ihnen. Schreiben Sie in Ihrer Scheißzeitung, dass der Schuldige froh sein kann, dass er schon hinter Gittern sitzt.
Und warum kein Autodieb? Und warum kein Außerirdischer? Weil es keine gibt, im Gegensatz zu Autodieben. Anna, die Lenaustraße liegt auch nicht mal auf Eckis Nachhauseweg. Er war betrunken. Die Lenaustraße ist eine kleine Straße, nicht mal eine Durchgangsstraße. Da landet man nicht zufällig. Wer hat sich verfahren, ist rumgegurkt. Anna, wenn man in die Lenaustraße einbiegt, dann will man dahin und nicht zu Ecki nach Hause. Aber wenn man ein Autodieb ist, dann wohnt man in der Lenaustraße. Das ist ja enorm praktisch. Nein, nein, Georg, vergiss es. Das Auto wurde nicht aufgebrochen. Wir haben keine Spuren gefunden. Zwar vermissen wir noch den Schlüssel. Ihr habt nicht mal einen Schlüssel? Aber den hat Ecki wahrscheinlich in seiner panikartigen Flucht weggeworfen. Den finden wir noch. Verlass dich drauf. Können wir über Ecki reden? Na klar. Hast du mir irgendwas zu sagen? Ich? Naja, ich war den ganzen Tag deswegen unterwegs. Hab den ganzen Unfall auch noch mal abgesucht. Kein Zeuge, nichts. Stattdessen finde ich einen alten Freund, den ich seit 25 Jahren nicht gesehen habe. Was ist daran so witzig? Was hat Ecki denn gesagt? Das fällt ja wohl unter die anwaltliche Schweigepflicht, hä? Ach, Alex, hör doch auf. Ecki kann morgen bis zum Prozessbeginn vorläufig freigelassen werden. Gegen eine Kaution von 5.000 Euro. 5.000? Ich werde auch meinen Teil dazu beisteuern. Alex, ich habe keine 5.000. Ich habe auch keine 4.000, keine 3.000, keine 2.000. Ich habe überhaupt keine Kohle. Das heißt, du willst nicht helfen? Natürlich will ich helfen, aber ich habe kein Geld. Außerdem ist es vielleicht besser, wenn Ecki nicht durch Münster läuft. Ich habe den Verlobten gesprochen und der hat eindeutig gedroht. Dann ist das ja geklärt. Was? Bist du ein Egoist und ein falscher Freund? Alex, sag mal, tickst du noch richtig? Was glaubst du, was ich den ganzen Tag gemacht habe? Das will ich gar nicht wissen. Ich krieg die Kohle schon zusammen. Wozu hat man Freunde? Was soll denn das jetzt? Lieber geschüttelt. Das ist eh nur Wasser. Sorry, ich bin gerade mit den Gedanken woanders. Bei Ihrem neuen Fall? Wenn ich bis morgen die Kaution nicht auftreibe, muss Ecki weiter im Gefängnis bleiben. Ecki? Mein Mandant. In der Unfallgeschichte, von der ich Ihnen erzählt habe. Hat er denn gar keine Freunde, die ihm da irgendwie weiterhelfen können? Nein. Und Sie? Glauben Sie denn an die Unschuld Ihres Mandanten? Ich weiß, dass er unschuldig ist. Sie wissen es. Woher? Das spielt keine Rolle, ich weiß es einfach. Ich könnte meinen Vater anhauen. Das kommt gar nicht in Frage. Warum denn nicht? Meine Eltern sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich so gut verteidigt haben. Die werden das Geld schon auslegen, wenn ich Sie darum bitte. Das kann ich nicht annehmen. Eine Gegenleistung müsste es natürlich schon geben. Das geht schon mal gar nicht. Du müsstest einfach das hartnäckige Sie weglassen und mich Manuel nennen. Okay. Danke. Manuel. Keine Ursache. Alex. Schon wieder. Was willst du? Ich dachte, wir trinken einen auf die alten Zeiten. Du willst ja was anderes, oder? Naja, Hunger habe ich auch. So, bitte sehr. Ah, danke. Ich habe oft an dich gedacht. So? Wie oft? Ein, zwei Mal im Jahr. Das ist völlig ausreichend. Ich konnte mir nie vorstellen, dass du selbst so in Wüstensand robbst. Ich dachte mir, du bist in Brüssel im NATO-Hauptquartier. Mit schnurgerade gezogenem Scheitel. Ist anders gekommen. Was machst du hier in Münster? Hast du einen Job? Immer mal wieder. Wie geht's denn Sabine? Gut. Ihr habt euch getrennt. Sag mal, könntest du dir vorstellen, eine Aussage zu machen?
Vor Gericht. Ich weiß, du hast nichts gesehen, du hast ja geschlafen. Vergiss es. Vergiss es. Ich hab mal gesessen. 3 Monate lang. Knast? In den Bergen. In der Höhle. Afghanistan. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Wurden gefangen genommen, Kamerad und ich. Und dann fingen die mit so Scheinexekutionen an, stellten uns an die Wand und schossen daneben und hielten uns Messer an die Kehlen. Und irgendwann fing sie damit an, einem von uns die Waffe in die Hand zu drücken und zu befehlen, den anderen damit umzubringen. Die Waffe war meistens nicht geladen. Aber einmal war sie's doch. Das war ein irrer Knall. Ich habe viele Schüsse gehört in meinem Leben, aber diesen Schuss, den werde ich nie vergessen. War ein irrer Knall. Wie bist du da rausgekommen? Das Foto. Hast du das Foto dabei? Welches Foto? Von deinem Freund, dem du helfen willst. Da war's nicht. Nee. Vergiss das mit der Falschaussage. War eine Schnapsidee von mir. Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Da war's nicht. Hast du doch was gesehen? Ich werde sagen, der war's nicht. Hey, Glückwunsch. Hab von Anna gehört, dass du wieder raus bist. Wir werden die Kaution hinterlegt. Ich? Du? Wo hast denn so viel Geld? Lass das mal meine Sorge sein, ja? Weißt du, das ist deine einzige Sorge, das Geld. Ecki, ich find's ja prima, dass du hier draußen rumspazieren kannst. Aber damit ist die Sache noch lange nicht aus der Welt. Ach nee? Ecki, hör doch mal auf, den Beleidigten zu spielen. Ich setz Himmel und Hölle in Bewegung, um dir zu helfen. Ich find sogar einen Zeugen, der zu einer Falschaussage bereit ist, um dich zu entlassen, obwohl alles dafür spricht, dass du im Suff wahrscheinlich einen Menschentod gefahren hast. Ich? Ich bin nicht gefahren und das weißt du ganz genau. Jetzt spinn doch nicht rum. Du Lügenbold, du hast mir doch vorher noch meinen Schlüssel abgenommen, weil du Schiss hattest, dass ich besoffen fahre. Und außerdem, ich hab nichts gesagt, um dich nicht zu belasten. Vielleicht sollten wir sowas nicht direkt vorm Revier besprechen. Steig ein, Ecki. Steig ein! Ist das Paket heute dabei? Nee, leider nicht. Mensch, jetzt warte ich schon so lange. Was ist denn eigentlich drin in dem Paket? Meine Frau. Sehen hinterm Vorhang. Nein, du wirst dich getäuscht haben. Also, was willst du? Ich bin müde. Wovon denn? Langsam fängst du an, mich zu nerven. Was hast du gesehen in der Nacht? Du hast den Fahrer erkannt. Wer ist gefahren?
hatte gleich so ein Gefühl, dass du... Dass ich was? Dass du Panik schiebst. Aber keine Angst, ich halte dicht. Was willst du damit sagen? Ich bin wirklich müde. Lass uns später darüber reden. Job beim Bau. Ich melde mich. Ich wollte nicht stören. Du störst doch nicht. Na, ich weiß nicht. Wegen ihr? Nee, das ist der Trennungsschmerz. Ich meine, wir waren immerhin 2 Jahre zusammen. Da geht's nicht einfach so. Da muss ich sie eben ab und zu trösten. Netter Trost, sie zahlen zu lassen und einer anderen Frau hinterher zu laufen. Ach, sie versteht das. Außerdem bist du doch nur meine Anwältin, sonst nichts. Na, stimmt, sonst nichts. Und? Wie läuft dein neuer Fall? Ach, nicht so gut, könnte man sagen. Der Kumpel, den du da vertrittst, der ist jetzt frei. Ja, vorläufig. Danke übrigens nochmal, ist so. Kein Problem. Und die Polizei ermittelt die noch? Ja, klar. Gibt's denn da gar keine Zeugen, die das irgendwie beschleunigen können? Ich meine, so ein krasser Unfall, da... Bis jetzt hat sich noch keiner gefunden. Ich hoffe, dass der Unfallfahrer den Mut hat und sich stellt. Tut mir leid, ich muss. Tschüss. Schließen? Tut mir leid, dass ich gedacht habe, du wärst gefahren. Mann, Georg, deswegen brauchst du auch nicht gleich deine Existenz aufgeben. Existenz aufgeben? Ja, du wirst deinen Führerschein verlieren, klar. Und die werden dich sicher auch hart verknacken, aber bestimmt auf Bewährung. Ecki, ich meine, da musst Ecki, du doch nicht gleich... Die Frau stirbt und ich bin schuld. Und wenn sie nicht stirbt, dann liegt sie vielleicht ihr Leben lang im Koma. Oder wenn sie aufwacht, ist sie möglicherweise schwerstbehindert. Und du redest von Existenz aufgeben, nur weil ich diesen scheiß Laden hier dicht mache. Du erinnerst dich an nichts? Bruchstückhaft. Ich bin noch mal raus, hab mich in ein Auto gesetzt, saß da eine Weile, dann sprang deine scheiß Musik an. Du, das ist keine scheiß Musik, ja? Außerdem, die haben dich da doch noch gar nicht auf dem Schirm, sondern mich. Hey, vielleicht können wir das so drehen. Ecke, ich will nicht mehr lügen. Morgen gehe ich zur Polizei, gebe deinen Autoschlüssel ab. Mach eine Aussage. Du kannst dich auf Alex und mich verlassen. Ich weiß, ich sollte mit den Gästen reden, aber ich kann einfach nicht. Schon gut, Gordon, schon gut. Wir hätten das absagen sollen. Sie sind hier, um uns zu stützen. Alles Freunde. Ich brauche keine Freunde.
will, dass sie wieder aufwacht. Sie wird wieder aufwachen. Du warst den ganzen Tag bei ihr. Ja, ich weiß. Ich gebe eine ziemlich jämmerliche Figur ab. Oh nein, das ist doch Unsinn. Ja? Wer sind Sie? Hallo? Was ist? Wer war das? Ich weiß nicht. Ein Mann, der behauptet, er habe den Unfall gesehen. Und er weiß, sagt er, dass der Fahrer unbehelligt herumläuft. Er kennt den Mann, sagt er. Was ist denn? Der Mann heißt Wilsberg. Wilsberg? Das ist der Buchhändler, der herumgeschlichen ist. Du, der wollte rausfinden, ob ihn jemand gesehen hat. Ob er unbehelligt davonkommt. Wir kümmern uns morgen drum, Gordon. Tut mir leid, Herr Haller ist nicht im Haus. Und der Junior? Nein, auch nicht. Haben Sie denn einen Termin? Nicht so direkt. Das würde mich auch wundern, denn wir haben alle Termine in dieser Woche abgesagt. Verstehe, wegen des Unfalls. Sie waren zur Hochzeit eingeladen. Ich bin Freund der Familie. Dann können Sie natürlich hier auf Herrn Haller warten. Gerne. Er ist noch im Krankenhaus, nehme ich an. Und Gordon? Der Juniorchef ist heute noch nicht im Büro gewesen. Er ist auch telefonisch nicht zu erreichen. Naja, vielleicht im Krankenhaus bei Babette. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Nee, danke, nicht nötig. Ach, sagen Sie, wo bauen Sie eigentlich überall Industrieanlagen? Textat baut Abwasseranlagen in der ganzen Welt. War die Firma nicht irgendwann in den Schlagzeilen vor ein paar Jahren? Es ging um... Helfen Sie mir. Die Firma existiert schon seit 30 Jahren. Wir werden immer mal wieder in den Medien erwähnt. Ja. Wie war noch mal Ihr Name? Ich muss jetzt los. Vielen Dank. Frau Behrendt. Ich weiß ja nicht, ob Sie mich verstehen können, aber es tut mir leid. Wieso hat man Sie hier reingelassen? Ich wollte sowieso gerade gehen. Sie haben das alles hier angerichtet. Sie. Mir ist auch ohne Ihre Vorwürfe schlecht genug. Woher wissen Sie das überhaupt? War mein Sohn gestern bei Ihnen? Nicht, dass ich wüsste. Kann ich Ihnen helfen? Gehen Sie. Hauen Sie ab.
Also, Kinder. Er kommt ja gleich. Er hat's versprochen. Und ihr könnt mir nicht schon mal vorab erzählen, was er mir Dringendes sagen will. Nein, das können wir nicht. Er ist sicher gleich da. Aber ihr wollt nicht irgendwas mauscheln, damit du aus der Unfallsache rauskommst? Nein, da wird nichts gemauschelt. Ganz im Gegenteil. Overbeck. Also gut, noch 10 Minuten, dann habe ich was anderes vor. Geht klar. Langt völlig. Lars? Wieder? Nein. Wohnen Sie hier? G139. Na endlich. Du hast Nerven. Ich? Wieso? Ja, sag bloß, du hast das vergessen. Wieso, was denn? Du, Alex ist seit einer halben Stunde weg und sucht dich. Die war vielleicht sauer. Ecki, ich... Na, jetzt bist du ja da. Ecki, ich weiß, ich wollte eigentlich mit Anna reden wegen des Unfalls, aber ich mach das auch noch bestimmt. Wie, du machst das auch noch? Du machst das jetzt? Entschuldigung, ich will ja nicht stören. Aber das hier ist mein Büro. Könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr reinkommen wollt oder ihr verschwindet? Es reicht mir langsam. Ja, aber jetzt ist er ja da. Ja, sehe ich. Ja... Ist nicht einfach. Also, ist ein schwerer Gang. Aha. Was ist nun, Georg? Deine Freunde behaupten, du hättest mir etwas Lebenswichtiges mitzuteilen. Ich platze vor Neugierde. Anna, könntest du mir einen Riesengefallen tun und das für mich überprüfen? Und was ist das? Ein Kfz-Kennzeichen. Ein was? Ein Kfz-Kennzeichen. Was? Eine Autonummer. Was spielt ihr denn hier eigentlich für ein Spiel? Anna, ist wirklich wichtig. Georg? Raus. Raus.
Ecke, jetzt hör doch mal auf, hinter mir herzurennen. Wird ja allmählich zur schlechten Angewohnheit. Ich mach meine Aussage ehrlich. Morgen. Und warum morgen? Warum nicht jetzt? Mir ist was dazwischen gekommen. Feigheit? Nein, ich bin auf was gestoßen. Aha, Öl, Uran, Gold. Afghanistan. Ja? Das hängt mit einem Freund zusammen, den ich wieder getroffen habe. Was für ein Freund? Klaas, der war beim Militär und der war in Afghanistan. Du, ich verstehe immer nur Afghanistan. Ich blick da auch noch nicht durch, aber Klaas hat den Unfall beobachtet. Wer ist Klaas? Der Freund, der in Afghanistan war. Ach, der? Ja, und der hat mich bei den Hallers denunziert und ich weiß nicht warum. Bei wem? Haller, Gordon Haller. Erinnerst du dich? Braut, Koma, Unfall, tickt da was? Ja, aber... Und jetzt ist der junge Haller verschwunden und ich habe das Gefühl... Er ist in Afghanistan? Ecki, red doch keinen Scheiß. Du, deine Freunde interessieren mich nicht, Georg. Und Afghanistan auch nicht. Aber wenn du morgen nicht zur Polizei gehst und die Wahrheit sagst, dann mache ich das für dich, klar? Klar. Ach, Herr Haller, da sind Sie ja endlich. Da war ein Herr hier in Würzberg oder so. Bitte später, ich habe im Moment keine Zeit. Aber später, habe ich gesagt. Und keine Anrufe durchstellen. Ja, bitte? Aber geht es Ihnen denn gut? Nein, ich habe nicht die Polizei eingeschaltet. Ja, natürlich. Sie müssen nur sagen, wann und wo. Bitte nicht auflegen. Ich tue doch alles. Alex, erstens habe ich dir schon tausendmal gesagt, du sollst diese Tür zumachen, wenn du kommst. Zweitens wäre es nett, wenn du dich ankündigst, bevor du hier auftauchst. Und drittens... Guten Abend, Georg. Wenn Georg morgen nicht zur Polizei geht und die Wahrheit sagt, dann... Dann was? Dann weiß ich auch nicht. Soll ich ihn etwa anzeigen oder an den Ohren dahin schleifen? Stör ich? Soll ich gehen? Nein, Quatsch. Georg braucht wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Zeit. Zeit? Und ich gelte weiter als der Typ, der besoffen Leute totfährt? Kann ich euch noch was Gutes tun? Mir bestimmt nicht. Ich hätte gerne noch einen Gin Tonic. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter in dieser Unfallgeschichte? Also juristisch gesehen, meine ich. Also, wenn sich derjenige meldet, der wirklich gefahren ist, dann gilt Ecki als entlastet. Und gegen den anderen wird Anklage erhoben. Und sagtest du nicht, dieser andere, der... kann sich auch nicht so richtig erinnern? Das macht es ja so kompliziert. Aber die Indizien sprechen für sich. Der andere kann sich zwar nicht erinnern, hält es aber selber für möglich. Na dann. Sag mal, warum erzählst du dem alles so haarklein? Vergiss nicht, er hat deine Kaution bezahlt. Meine Eltern. Sag mal, was ist denn los? Bist du eifersüchtig? Wie eifersüchtig auf den, weil er mit dir flirtet? Wie kommst du darauf? Mach doch, was du willst. Mach ich auch. Will er nix. Tja, hättest auch keine Chance. Seine Freundin hat ihn total im Griff. Pantoffelheld. Na, von der hat er sich ja jetzt getrennt. Getrennt? Wie war das denn? Na, als wir alle bei Georg waren. Da hat ihm seine Freundin eine Szene gemacht, da hat er sich verabschiedet. Blödsinn, als ich rausgegangen bin, ja. Da saßen die beiden draußen rum und sie haben bestimmt nicht nur Händchen gehalten. Die haben wild rumgeknutscht. Bin doch nicht blind. Getrennt? Wie kommst denn du darauf? Hat er gesagt. Buchhändler und Detektiv. Mein alter Freund Georg Wilsberg, Buchhändler und Schnüffler. Wie bist du hier reingekommen? Nicht nur Detektive haben ihre Methoden. Was willst du hier? Was wolltest du heute bei mir? Bei dir? Ist doch ein bisschen übertrieben, oder? Ja, stimmt. Streng genommen ist das gar nicht meine Wohnung. Aber sie stand zu lange leer, da habe ich mich vorübergehend einquartiert. Vorübergehend? Ja, ich bin wieder ausgezogen. Dein Mitbewohner auch? Warum schnüffelst du mir hinterher? Hast du mich deswegen bei Hallers denunziert als Unfallfahrer, um mich loszuwerden? Warum bist du heute bei mir eingebrochen? Weil mir einiges unklar war. Und jetzt? Siehst du klarer? Etwas, aber nicht viel.
Und was siehst du? Einen alten Freund, bei dem irgendwas nicht stimmt. Und der dabei ist, irgendeine Scheiße zu bauen. Komm, wir gehen runter. Warum sind wir eigentlich immer hierher? Die Mädchen fanden es romantisch. Ja, stimmt. Bei den Mädchen warst du immer weit vorne. Ich wollte sie immer gleich heiraten, das hat sie wohl verschreckt. Tja, außer Sabine. Stimmt, Sabine nicht. Warum haben wir uns damals aus den Augen verloren? Ich dachte immer, das hat was mit Sabine zu tun. Du hast sie doch auch sehr gemocht. Ja, schon. Oder weil ich zur Armee gegangen bin? Ja, vielleicht. Das war eine ganz andere Welt damals. Ja, stimmt. Verdammt lang her. Nein, nein, das meine ich nicht. Das, hier existiert nichts mehr. Hattest du ärztliche Hilfe nach deiner Befreiung? Ja. Und Sabine? Das ging nicht mehr mit ihr. Und da habt ihr euch getrennt? Ich hatte Angst. Jede Sekunde hatte ich Angst, dass ihr etwas passieren könnte. Und eine Trennung macht das besser. Ja, es reicht, wenn einer von uns gefoltert wird. Wie geht's denn eurem Sohn? Der muss doch jetzt auch schon 24, 25 sein. Ich muss los. Was hast du vor? Nichts. Ach komm, ich merke doch, dass du irgendeinen Mist vorhast. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Was hast du mit der Familie Haller zu tun? Du bist doch nicht zufällig in diese Bude gezogen. Das ist doch ein wundervoller Beobachtungsposten. Gordon Haller verschwindet und du ziehst gleichzeitig aus dieser Bude aus. Ich warne dich, komm mir nicht in die Quere. Zu Sabine Petersen, die dann den Klaas geheiratet hat, ja. Kein Kontakt mehr? Na gut. Ich hab dir das Moped nicht geklaut. Na, ich hab's doch zurückgebracht. Immer. Sabine. Ja, genau, die Hübsche. Wie, ich schulde dir noch 5 Mark. Sag mal, hast du sie noch alle? Ja, die Freundin von Klaas Teunissen. Echt, du weißt, wo sie wohnt? In Bielefeld. Muss das sein? Ja, das muss sein. Lass uns Georg abholen und dann zur Polizei, dann haben wir es endlich hinter uns. Das hier will ich auch hinter mich bringen, Ecki. Ich lass mich nicht verarschen. Vor allem nicht von so einem präpotenten Ex-Mandanten. Ja. Ich bin gleich wieder da. Lena, es ist doch offen. Hey, Überraschung. Ich bin kein Teenager mehr, Manuel. Wovon redest du? Erstens habe ich kein gesteigertes Interesse an dir. Zweitens, wenn ich es hätte, würde ich Wert auf Ehrlichkeit legen. Und deswegen rate ich dir drittens, mir keine Geschichten aufzutischen, von wegen du hättest dich von deiner Freundin getrennt. Okay, okay. Ich wollte das nur klären. Schon allein, weil du mir und meinen Freunden so behilflich warst mit der Kaution. Ich bin dir echt dankbar, aber mehr auch nicht. Ich mache uns einen Kaffee, ja? Und dann klären wir das alles. Ich wusste gar nicht, dass du dich so für Jura interessierst. Ach, das ist durch den Prozess gekommen. Und durch dich. Du scheinst dich ja ganz besonders für Verkehrsunfälle und Fahrerflucht zu interessieren. Das geht mir eben nah mit deinen Leuten. Ah ja? Was habt ihr eigentlich gemacht in der Nacht, du und deine Freundin? Ecki hat euch gesehen. Ihr wart noch ganz in der Nähe. Du hast am Tag danach im Antiquariat den Schlüssel deponiert.
als du deinen Krempel abgeholt hast. Vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Ich danke. Sagen, wo ich Frau Teunissen finde? Geborene Petersen? Erster Stock, dritte Tür links. Danke. Sagen Sie, ist das sowas wie ein Krankenhaus hier? Kein Krankenhaus. Das sind ganz normale Wohnungen. Wir passen einfach ein bisschen aufeinander auf. Und warum passen Sie ein bisschen auf Frau Petersen auf? Sind Sie denn nicht mit ihr bekannt? Alte Bekannte, aber wir haben uns seit 25 Jahren nicht gesehen. Hier wohnen Menschen mit psychischen Problemen. Viele Menschen, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Frau Petersen auch? Erster Stock, dritte Tür links. Danke. Ich habe deine Stimme erkannt. Hast du Klaas gesehen? Ja. Sabine, wie geht's dir denn? Was macht er? Der lebt in Münster zusammen mit einem Freund. Mit Stefan. Gut, dann ist er nicht so allein. Stefan ist auch ein Soldat, oder? Wie geht's, Stefan? Hat starke Schmerzen, kaputtes Bein, nimmt starke Schmerzmittel. Das wird er nicht mehr los. Das ist so. Klaas hat auf ihn schießen müssen. Er sollte ihn töten, aber Klaas hat ins Bein geschossen. Es ist gut, dass Klaas nicht so allein ist. Sagt dir der Name Haller was? Gordon Haller, Lennart Haller, eine Münsteraner Familie. Steht da irgendein Zusammenhang zwischen denen und der Gefangenschaft in Afghanistan? Sabine, ich verstehe, dass sich das mitnimmt. Wahrscheinlich ist das auch der Grund für eure Trennung. Klaas ist schwer traumatisiert, du sitzt hier rum und... Ist das Daniel? Ist das euer Sohn? Wie geht's ihm denn? Geht's ihm gut? Das alles nicht. Warum willst du denn die Polizei rufen? Das ist doch völliger Unsinn. Ich hab doch nichts gemacht, gar nichts. Ich hab doch bloß... Was hast du bloß? Gar nichts hab ich, verdammte Scheiße nochmal. Habt ihr euch ins Auto gesetzt? Nein! Mensch, ihr wart die ganze Zeit in der Nähe vom Antiquariat. Warum gibst du nicht zu, dass ihr euch ins Auto gesetzt? Wir hätten mir das machen sollen, wir hatten nicht mal einen Schlüssel. Das weiß ich nicht, wie ihr das gemacht habt. Aber ich werde jetzt gehen und das rauskriegen. Gar nichts wirst du. Manuel, was ist hier los? Nichts. Die Frau spinnt. Wir müssen... Was macht sie hier, Mann? Hast du ihr etwa gesagt, dass wir... Quatsch. Ich sag doch, die Frau spinnt. Jetzt lass mich kurz nachdenken. Was hast du ihr gesagt? Jetzt nerv mich nicht. Ständig bringst du mich in Schwierigkeiten. Erst die Sache mit den alten Leuten und jetzt die Scheiße hier. Denn... Lass mich kurz nachdenken. Manuel! Was? Mann, tu was! Bist du verrückt? Mann, wenn sie uns verrät, dann sind wir am Arsch. Vielleicht ist es besser, wenn wir damit aufhören. Das hat doch alles keinen Sinn. Du willst mich doch loswerden, du Arschloch! Okay. Und wie wollen wir es machen? Du hast ja noch nicht mal gefesselt! Lass mich los! Lena, ganz cool. Komm her, wenn du mit den Gürtel nimmst schon! Nein, Ruhe! Aber steh, du Schlaute! Mach! Mach halt! Hey! Was wird denn das hier? Mach doch mal was! Mann, Scheiße, mach doch mal was! Fortgehen, rufe ich die Polizei. Tun Sie das. Dann sparen Sie mir den Weg. Was wollen Sie? Ich habe mit Herrn Haller gesprochen. Sie sind kein Freund meines Chefs. Ist er denn zu sprechen? Nein. Sie bauen Abwasseranlagen in der ganzen Welt. Auch hier in Afghanistan? Gott bewahre, im Irak ist schon schlimm genug. Irak? Sie haben Aufträge im Irak?
Da ist doch dieses Unglück passiert. Betraf einen ihrer jungen Techniker. Sein Name war... Der hieß Teunissen, Herr Wilsberg. Daniel Teunissen. Warum möchten Sie etwas darüber wissen? Ist Ihr Sohn wieder aufgetaucht? Sehen Sie, genau deshalb möchte ich was darüber wissen. Bitte. Das war das schlimmste Unglück in unserer 30-jährigen Familiengeschichte. Bis jetzt. Und Sie haben noch kein Lebenszeichen von Ihrem Sohn? Nein. Vielleicht ergibt das Ganze einen Sinn. Vielleicht war der Autounfall schon eine Strafe für das, was mit Teunissen passiert ist. Und jetzt Gordon. Was ist denn damals passiert? Daniel Teunissen war einer unserer besten Techniker. Ich mochte ihn. Als wir den Auftrag für die Anlage im Irak erhielten, wollte er unbedingt dort runter. Er sah das Ganze als ein Abenteuer. Mein Mann wollte das nicht. Er wollte die Verantwortung nicht dafür übernehmen, aber dann gab er nach. Mein Sohn Gordon flog hin, zusammen mit Daniel Teunissen. Und der ist damals da entführt worden? 4 Wochen hielten sie ihn fest. 4 Wochen, in denen wir alles versucht haben. Aber was konnten wir schon machen? Die Amerikaner zum Truppenabzug zwingen? Ja, und dann haben sie seine Leiche gefunden. In der Wüste. Seltsam, sein Vater hat nie den Kontakt zu uns gesucht. Er hätte ja mit uns reden können. Sein Vater hat sein eigenes Kriegstrauma noch mal erlebt. Nur, dass diesmal sein Sohn dran war. Der hätte nicht mit ihnen reden können. Raus! Sie werden sich vor Gericht für den Unfall verantworten. Bitte, Lennart. Raus! So werden Sie Ihren Sohn nicht wiederbekommen. Es geht nicht um Geld. Es geht um Rache. Gehen Sie! Wir wollten eigentlich gerade gehen. Nach Hause. Also ins Bett. Und da kam dann dieser Buchhändler, dieser Wilsberg noch mal raus. Ich war da nur gut drauf. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Ich wollte nur Spaß haben. Und Manuel auch. Der wollte ja nicht fahren, weil er so besoffen war. So vernünftig waren wir nämlich. Meine Anwältin, lassen Sie mich los.
Hat er nicht irgendwas von einem alten Schulfreund erzählt? Tja, irgendein Kumpel aus Afghanistan oder so. Vielleicht ist ja hier was drin. Oh, endlich! Abend. 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 Was denn? Ist er immer noch nicht aufgetaucht? Nee, aber er wird die Nachricht von seiner Unschuld noch früh genug kriegen. Sieht so aus, als wäre er auf einem Nostalgietrip. Hier, alles alte Adresslisten. Das ist komisch. Er hat mich doch gebeten, ein Kennzeichen zu ermitteln. Das Fahrzeug gehört einem Stefan Wehnert. Ehemaliger Soldat, wurde bei einem Auslandseinsatz verletzt. Im zivilen Leben fällt aber nur durch Schlägereien, Diebstähle, Betrugsdelikte auf. Schließlich dann der Überfall auf eine Tankstelle, deswegen wird nach ihm gefahndet. Wir vermuten, dass Herr Wilsberg irgendwas damit zu tun hat. Ach ja, vermuten wir das, Herr Overbeck? Sie haben doch selber gesagt. Ich habe das Gefühl, er schlittert in irgendwas hinein. Sag ich doch. Der alte Freund, den er da getroffen hat, der war auch bei der Armee. Overbeck. Was denn für ein alter Freund? Klausen, Klause, Klaus, Klaas. Klaas Teunissen. Das ist der Name, den er gesagt hat. Und wo hat er den getroffen? Der wohnt in der Nähe der Unfallstelle. Mehr weiß ich auch nicht. Georg war ziemlich durcheinander und ich war mit meinem Kopf auch woanders. Sammelt er jetzt Trödel? Sieht ganz so aus. Und, was war? Ach, nur die alte Frau Haller. Ihr Sohn ist angeblich entführt worden. Ich habe ihr gesagt, wenn ein Mann, dessen Braut gerade einen schweren Unfall hatte, mal für 2 Tage nicht nach Hause kommt, dann heißt das noch lange nicht, dass er entführt worden ist. Wie bitte? Verständigen müssen, Herr Haller. Du hättest mit Herrn Wilsberg reden sollen, Lennart. Woher kommt Ihr Sinneswandel, Herr Haller? Gestern hat der Kerl seine Forderungen gestellt und ich habe das Geld dort abgelegt, wie verlangt. Aber Ihr Sohn ist nicht zurückgekommen. Und dann hat meine Frau darauf bestanden, dass wir die Polizei rufen. Dem geht es nicht um Geld. Herr Wilsberg meint, dem geht es um ganz was anderes. Ah, meint der Herr Wilsberg. Und worum geht es, dem Entführer? Um Vergeltung. Sohn gegen Sohn. Entschuldigen Sie, sind Sie von der Post? Ich erwarte nämlich ein Paket. Mindestens 5 Jahre. Ist ja gut, habe ich ja länger Zeit, mich zu entscheiden. Das war nicht so geplant, aber du bist mir einfach zu nah auf die Pelle gerückt. Es tut mir leid. Hättest du die ganze Entführung abblasen können, wären wir jetzt alle ein bisschen entspannter. Das sollte der Tag seiner Hochzeit sein. Da wollte ich ihn mir schnappen. Aber dann kam dieser blöde Unfall dazwischen. Kam dazwischen. Ja, aber ich habe ihn mir trotzdem geschnappt.
Genau an dem Tag, als die Feier geplant war, ich ziehe meine Operation immer durch, egal was dazwischen kommt. Familie Haller muss sein, so oder so. Ich war bei Sabine in Bielefeld. Das habe ich mir gedacht. Du bist eben ein Schnüffler. Zieh meine Operation immer durch. Und? Willst du jetzt auf die Tränendrüse drücken, ja? Dann muss ich dich enttäuschen. Tränendrüsen habe ich abgeschafft. Du machst Haller für den Tod deines Sohnes verantwortlich. Und jetzt sollen er und sein Sohn dafür büßen. Ja, weil sie schuld sind, dass mein Sohn darunter in diesen Scheißkrieg gegangen ist. Ist doch Quatsch. Er ist selbstverantwortlich. Er wollte doch dahin. Er hatte keine Ahnung. Hättest du mit ihm reden können. Nein, das habe ich nicht. Ich habe es erst erfahren, dass er darunter ist, als er schon entführt war. Sabine ist fast verrückt geworden. Ich weiß, ich habe sie ja besucht. Wiesberg, was spielst du dich überhaupt auf? Du hast doch seine Verlobte hier über den Haufen gefahren. Hm? Schon vergessen? Unterhaltet euch schön, Themen habt ihr ja genug. Sie wissen, was er vorhat. Sie will uns gegeneinander aufhetzen. Lassen Sie sich nicht drauf ein. Wenn ich könnte, dann würde ich Sie umbringen. Und? Was willst du mit dem Schnüffler? Lösegeld. Wollen Sie einen Blick drauf werfen? Nee, ab ins Verbrauch. Warum haben die das Geld auf der Bank liegen lassen? Ich verstehe das nicht. Was versprechen die sich davon? Ja, das ist die Frage. Wenn es Teunissen um Rache geht. Ja, aber warum haben sie den Wagen von meinem Sohn hierher gefahren? Ich verstehe das nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Im Wagen ist das Kabel eines Navigationssystems angeschlossen. Aber das Gerät selber fehlt. War das ein privates Gerät von Ihrem Sohn? Nein, das sind alles Firmengeräte. Wir haben alle in unseren Autos dieselben speziellen Navigationsinstrumente. Dann können Sie sich gegenseitig orten? Nur wenn Sie richtig eingestellt sind, dann ja. Beim besten Willen nicht erinnern. Aber wenn ich schuld bin, dann werde ich mich da nicht rauswinden. Dann können Sie mich zur Verantwortung ziehen. Nur dazu müssen wir erstmal hier rauskommen, und zwar lebend. Und das geht nur, wenn wir in einem Strang ziehen. Was hat denn Babette davon? Nehmen Sie Ihren Namen nicht in den Mund! Kanada. Da müssen wir hin, Klaas. Kanada. Kanada. Wenn wir die Kohle haben, dann hauen wir ab. Das machen wir, was? Ja, das machen wir. Lass den alten Haller noch mal so richtig zappeln. Und dann kassieren wir ab, was? Und dann ab nach Kanada. Weißt du noch? Ich habe schon damals davon geredet. Weißt du noch? Ja, ich weiß das noch. Wir brauchen da nicht viel Geld, Klaas. Da ist alles. Wir versorgen uns selbst. So viel brauchen wir da nicht. Warum haben wir nicht einfach die Kohle genommen, die der alte Haller uns gebracht hat, und sind abgehauen? Warum sitzen wir immer noch hier? In Kanada brauchen wir... Hey! Alles klar? Also komm. Wir haben die Koordinaten. Na bravo. Allerdings scheint der Akku des Navigationsgeräts leer zu sein. Es gibt kein aktuelles Signal mehr. Aber wenn Teunissen sich nicht bewegt hat, dann sind sie irgendwo in der Nähe von Greven. Ist da nicht ein Truppenübungsgelände? Teunissen und Wehnert waren Soldaten. Frau Springer?
los! Ja, ja. Und? Habt ihr euch vertragen? Nee. Ruf mir ein Taxi, ich fühle mich scheiße. Du fühlst wenigstens noch was. Das ist schön für dich. Ich fühle leider nichts mehr. Und er hier, Wenat, fühlt auch nichts mehr. Sieh ihn dir an, wie er verbrennt. Aber nicht mal mehr das fühle ich. Nicht mal mehr das. Als er zu mir kam und gesagt haben, dein Sohn ist entführt worden im Irak, da war es so, als ob sie mich zum zweiten Mal ins Feuer tauchen. Aber als sie dann kamen und gesagt haben, dein Sohn ist tot, da war schon gar kein Schmerz mehr. Da war gar nichts. Ich habe Sabine angeschaut wie eine Fremde. Ich hätte sie küssen können und im gleichen Moment töten. Ohne Gefühl. Sie ist mir fremd. Wie alles hier. Du hast nichts kapiert. Du weißt überhaupt nichts, Bisberg. Wenat, dem geht's doch gar nicht ums Geld. Dem geht's doch nur um seine Rache. Der benutzt sie doch nur. Du kapierst das nicht, ja? Du kapierst nichts, Bisberg. Und seit der Schule nichts dazugelernt, was? Doch. Ich hätte die nicht abschreiben lassen sollen. Los, komm hoch. Erschieß ihn. Wenn du es nicht tust, dann kriegt er die Waffe und der drückt ab. Darauf kannst du dich verlassen. Waffe runter! Waffe runter! Hört auf mit dem Scheiß! Hört auf! Ich knall ihn ab, Klaas. Soll ich schießen? Ich knall ihn ab! Pss, 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 pss. Du bist zu weich. Du bist viel zu weich. Mach ihn los.
Mach dir um deine Seele keine Sorgen, du bist nicht gefahren. Nein, du bist nicht gefahren. Dieser Barmixer ist gefahren mit seiner Freundin. Ich hab doch gleich gesagt, man hätte ihn verurteilen sollen. Jörg. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law.